Das wird man sehen. Natürlich steht man im Kontakt, aber am Ende entscheiden Spieler selbst. Wenn Hauptsaison in der NHL Mitte April vorbei ist, werden sie mich informieren, sagte Sturm am Donnerstag dem SID. Als mögliche Kandidaten in der nordamerikanischen Profiliga NHL gelten unter anderem Torhüter Thomas Greiss, Verteidiger Dennis Seidenberg bei den New York Islanders und Stürmer Star Leon Dreiseitel. Beim Angreifer der Edmonton Oilers gibt es aber noch ein finanzielles Problem, hohe Versicherungssumme für den Topfanner. Das ist ja nicht mehr der Leon Dreiseitel, der 700.000 Dollar fährt, sondern einen 60-Millionen-Vertrag in der Tasche hat, sagte Sturm, deswegen werden auch Versicherungen entsprechend hoch sein. Da muss man mal schauen, dass der eine oder andere Silbermedaillengewinner von Südkorea nicht für WM nominiert werden wird, sei Teil des Geschäfts, meinte Sturm, sie wissen, dass sie Platz machen müssen, wenn ein NHL-Spieler kommt. Daran hat auch Olympia Silber nicht geändert.